weiter geht's mit dem Neckarsteig. Wir fangen hier am Bahnhof an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Etappe 3 von Neckarsteinach nach Hirschhorn. Wir werden jetzt hier vorne gleich die vier Burgen sehen und laufen mal los. Mit dabei ist die Zoe. Den zweiten Teil, das haben wir letzte Woche gemacht. Da haben wir nicht gefilmt, weil wir auf den Michael warten wollten. Aber das wird wohl sich etwas hinziehen, bis er wieder Zeit hat, alles. Und deswegen dachten wir uns, filmen wir heute einfach mal ohne ihn. Die Burg finde ich ja noch am schönsten hier. Wir laufen aber von den vier Burgen jetzt zur Hinterburg. Die ist hier. Die wurde 1100 errichtet, circa. Und da ist auch unser erster Punkt. Auch der einzige auf unserem Weg heute mit dem QR-Code. Ja, hier geht's hoch zur Hinterburg. Unser kleinster Aufstieg heute. Es wird dann doch ein bisschen mehr werden noch. Aber es wird sich lohnen oben. Geht zu den Serpentinen, geht's hier hoch. Sonnenbrille brauchen wir hier nicht mehr. Die Sonne wird gut verdeckt. Gleich hier um die Ecke ist unser Hinterburg QR-Code und da kann die Zoe jetzt gleich versuchen, ob es geht. Zoe und ich haben uns entschieden, wir schauen uns die Hinterburg auch mal an. Geschafft. Wir sind oben. Jetzt latschen wir erstmal wieder runter, ne? Und dann geht es halt einmal hoch. Da ist zwischendrin eine Quelle, da können wir uns erfrischen. Aber wenn wir ganz oben sind, geht es dann wirklich nur noch leicht nach unten. Da oben haben wir eben gestanden. Dann läufst du so außen rum hier.
kommst du unten raus. Und jetzt laufen wir in diese Richtung, damit wir dann hoch auf den kleinen Berg kommen. So, nur mal, falls man es nicht gleich sieht, wir sind von hier gekommen und müssen jetzt hier hoch. Da ist noch ein Pfeil, das Negerzeichen ist ein bisschen, ja, ah, man sieht es nicht mehr richtig, aber der Pfeil sieht man ganz gut. Also hier hoch. So, jetzt gleich richtig gesehen. Hier, wenn man hier kommt, Zugang in Neckarsteig. Da geht so ein Treppenweg hoch. Den werden wir doch jetzt nutzen. Das ist ja ganz praktisch, dass man den Weg laufen kann. Da muss man nicht die Straße außen rum laufen, ne? So, haben wir diesen Weg hier hoch gemacht. Hier geht es so leicht schräg hoch. Ich schätze mal, wir müssen hier lang. Oh ja, da vorne geht's hoch. Da ist, ich sehe schon ein Schild da vorne. Da in dem Haus zwischendurch geht's hoch. Jetzt fängt der Spaß an. Hier geht's jetzt hoch. Und das ziemlich kontinuierlich. Jetzt sind wir auf der Höhe von der Hinterburg, guck. Vorhin waren wir genauso hoch wie beim Turmbahn. So, weiter so. Auf hier. Wir sind jetzt gerade von hier unten hochgekommen. Und das Schild zeigt, dass es hier runter geht. Also schätze ich mal, dass kein, weil kein anderes Schild sonst hier ist, dass wir in diese Richtung müssen. Ja, da hinten, guck, da ist ein Zeichen. Und dann müssten wir auch bald zu diesem Brunnen kommen. Den hätte ich am liebsten ganz oben, den Brunnen. Aber naja, man muss zufrieden sein mit dem, was man bekommt. Wo ist der Brunnen? Der kommt da vorne jetzt. Ja, wir sind am Brunnen angekommen. Kann man sich dann mal schön erfrischen. Extra Handtuch dabei. Ab, ihr Wespen. Ja. Schön kalt. Oh. Boah. Oh, das ist eisig. Du bist auch gleich gestillt. Ist auch. Oder nicht? Herrlich. Jetzt können wir weiter. Odenwald. Kunst, die man vielleicht braucht oder auch nicht. Da hinten. Fahren wir die Hinterburg und weiter geht's. Da vorne müssen wir jetzt irgendwann gleich links hoch. Und wir sind an der Stelle, wo ich gemeint habe, hier müsste es gleich links hochgehen. Und jetzt fängt es an mit unseren schönen Pätschen. Schön. Schöner Wanderweg hier.
Hier wird's richtig gut. Wir sind immer noch im Ort, Stadt, in Neckar, Steinach, nur halt oberhalb im Bergbuckel oder wie man das bezeichnen mag. Das ist ein schöner Weg, ne? Der Michael wird sich hier wohlfühlen, weil bis jetzt haben wir noch keinen Menschen sehen gesehen, ne? Keiner hier. Ja, der Weg verlangt ein bisschen was ab. Wir bewegen uns immer noch bei Neckarsteinach. Und da geht's nun weiter. Hinauf, hinauf, hinauf. So, ich will nicht in die Kamera, die schimpft schon wieder, aber man hört sie nicht. Es ist ein Traum von einem Pätscher. Geht wunderbar zu laufen, ist ein bisschen steil. So, jetzt etwas demotiviert, aber wird gleich wieder, wenn wir oben sind. Richtig schön zu laufen hier. Oh, das wird sie gleich wieder etwas umstimmen. Das ging schon eine ganz schöne Weile hoch, das weiß ich noch. Naja, haben es ja gleich. So wie der Michael dann wieder Zeit hat, muss ich da eh nochmal hoch. Kommst du? Du musst jetzt sagen, ja, Papa. Damit man mal sieht, wo wir uns befinden. Wieso hat jetzt gerade Kommod auf? Das spiegelt ein bisschen. Na, hier unten Neckarsteinach. Und jetzt sind wir gerade hier oben drin. Das ist ein bisschen unscharf. Laufen jetzt dahinter und anschließend dann wieder davor. Doch, doch, machen wir. So, ihr glaubt es wieder mal nicht. Das schöne Pätschen ist da oben dann gleich zu Ende. Dann werden wir so eine Straße laufen. Hin zu so einem Haus. Ich bin jetzt gerade nicht mehr ein, wie das Ding heißt. Das sind meistens Veranstaltungen, Hochzeiten und so. Ja, und da geht es dann hinter zu unserem Aussichtsblickpunkt. Und so ist bis jetzt immer noch gut und tapfer dabei. So, wir biegen wieder ab. Es ist nur eine ganz kleine. Nur ein ganz kleines Stückchen. 20 Meter. So, jetzt geht es auf einen schwarzen Weg. Auf dem geht es jetzt weiter. Wenn man die Straße hochläuft, kommt man natürlich auch dahin. Aber wir möchten ja dem Neckarsteig folgen.
Ah, hier sogar eine Karte mit einer Übersicht. Ja. Hier sind wir los vom Bahnhof zur Burg. Mal hochgelaufen hier, jetzt sind wir ungefähr hier. Ungefähr. Jetzt laufen wir hinter zum Aussichtspunkt, wo wir schön schauen können. Ja, hier sehen wir hier schon noch 12,2 Kilometer haben wir vor uns. Das heißt, auf geht's. Jetzt sind wir an dem Gebäude, an dem ich beim letzten Mal war hier eine Hochzeit. Schön gelegen. Das ist auch schon wieder aufgebaut. Da wird heute auch wieder eine Hochzeit sein. Ein Pavillon. Schön aufgebaut. Da hinten Getränkewagen steht da, sehe ich gerade. Und weiter geht's wieder zu einem schmalen, also schmäleren Weg. Schön idyllisch hier. Vor allem jetzt haben wir ja den Anstieg hinter uns. Und da ist es doch etwas gemütlicher zu laufen hier. Jetzt müssten wir auch gleich an unseren Aussichtspunkt kommen. Doch, glaub mir. Es dürfte nicht mehr weit sein. Wir haben den Weg runter gefunden. Goetheblick. Dann laufen wir mal runter und schauen uns den Blick an. So, zum ersten Mal was schön essen. Und dann geht es ja eh nur leicht runter noch. Nach dem sehr interessanten Aufstieg ist der Weg jetzt nach hier schon recht unspektakulär. Also es sind so Wege, wie man jetzt sieht. Schön im Wald, lässt sich schön laufen, aber jetzt, da ich die Kamera da ständig anmachen müsste, ist jetzt nicht so gegeben. Sieht eigentlich alles immer fast gleich aus, Wald halt, ne? Aussichten links und rechts, Wald, das wird in hier schon nicht anders da. Wenn wir von da dann nach Eberbach laufen. Aber ab Eberbach wird es wieder interessant vom Weg her. Ah, hier geht es jetzt ab für die Baumhauscamper. Wir
gehe natürlich weiter Richtung Hirschhorn. Kunst. Mitten im Wald. Naja, lässt sich drüber streiten, das ist eine Kunst, das hier hinzustellen. Aber nun ja. Geschmäcker sind ja verschieden. Und wieder Kunst. Aber diesmal zum Setzen. Von daher hat es auch einen Nutzen. Verrostetes Teil im Hintergrund. Und eine Bank. Ja, das ist schon Kunst. Naja, hoffentlich war es da teuer. Ja, wie beim letzten Mal auch, denke ich mir, das ist so eine Kilometerstrecke. 16,5 waren es, glaube ich, insgesamt für die Strecke in der dritten Etappe. Aber man ist meistens im dichten Wald. Es ist einfach nur eine Wanderung. Mehr nicht, keine großen Highlights. So am Anfang Hochzutz sind die Wege ganz schön, aber dann ist halt alles ein bisschen unspektakulär. Ist halt so eine Etappe, die man halt macht, damit man sie hat. Aber ist jetzt auf keinen Fall ein Favorit von mir. Und von Zoe auch nicht. Die findet es jetzt auch nicht so toll, die Etappe hier. Jetzt haben wir wieder so einen kleinen Anstieg, wir müssten aber bald da sein. Man sieht leider hier schon von der Seite hier überhaupt nicht. Ja, was für ein Herbst oder Winter, wenn man das sehen will von hier aus. Hier sieht man mal was, das müsste hier schon sein. Ja, die schöne Beschilderung da vorne an der Kreuzung. Ich habe mich schon gewundert, warum wir hochlumsen. Die ist natürlich total bescheuert und verkehrt. Zum Glück habe ich eben auf die Karte geguckt. Jetzt müssen wir halt wieder zurücklatschen. Und dann nach unten, so wie es nämlich gedacht war. Ich habe erst gedacht, die haben da einen neuen Weg gemacht, aber... So, da oben ist auch ein Neckarscheid-Schildchen oben drin. Also wir sind von da oben runtergekommen. Und dann kommst du hier hin und siehst das. Gut. Ich glaube, da muss man studiert haben, aber egal. Wir haben uns doch gedacht, gut, ich dachte, vielleicht ist der Weg neu. Laufen wir halt da hoch. Zum Glück habe ich auf die Karte geguckt. Es kann überhaupt nicht sein. Also der Pfeil nach oben ist eine Verarsche. Wir müssen nach unten. Das ist nämlich auch der Weg, den ich das letzte Mal gelaufen bin. Ist natürlich ärgerlich, weil wir schon ein gutes Stück hochgelaufen sind. Also wenn er von da oben runterkommt, links rum und fertig. Endlich mal wieder ein Waldweg, ein schöner und nicht dieses triste runtergelaufen. Da kam auch einer von oben runter. Hier schon 1,2 Kilometer. Also wir haben es gleich. Ich gehe mal stark davon aus, es geht hier runter. Ist hier wieder mal keine Beschilderung. Ja, hier ist wieder ein Punkt, ein Zeichen, wir sind richtig. Das ist mal wieder ein anderer Weg,
nicht so eine Waldstraße. Wir nähern uns unserem Ziel. Das kommt mir sehr bekannt vor. Da unten ist gleich Hirschhorn gepackt. Hirschhorn. Wir sind da. Wir laufen jetzt noch zum Bahnhof. Und da endet dann unsere Etappe. Ich hoffe, dass Komoot alles aufgezeichnet hat. Das werde ich dann alles einfügen. Im Großen und Ganzen ist es halt eine Pflichttour. Nichts Besonderes abkommen, also wo ich sagen muss, wow, 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 ist hier jetzt nicht. Wir haben die gemacht, damit Zoe ihren Punkt bekommt. Ich werde es nochmal machen müssen mit Michael, dass der seinen bekommt. Ja, und das war es dann auch schon. Hier schon nach Eberbach ist dann vielleicht wieder ein bisschen interessanter. Da unten sieht man schon den Bahnhof, wo die Straße da oben entlang führt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und macht's gut, ne? I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. Die Burg finde ich ja noch am schönsten hier von den vier Burgen. Ich hoffe, man sieht sie. Ich kann ja nicht zoomen. So, aber wir fahren hier, wir laufen. Wir sind hinterhalb, also unter. So, damit man mal sieht. Ah, nicht so. Du musst auch mal was sagen. Ja, ich sage immer so. Och Mann, nicht aufgenommen. Dabei ist es doch hier so schön. Man hört dich mit deinen Freuden. Wenn sie dann wieder da ist, freut sie sich wieder. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna
up, no I don't take I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.